Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Bei Markus lesen wir den Bericht der Auferstehung Jesu. Als Maria am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und er sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Ich habe mich jetzt erinnert an diesen Vers, wo Paulus sagt, ja, und Gott hat das Schwache und das Niedrige erwählt, um das, was stark ist und das, was stolz ist, um das zunichte zu machen. Und so denke nicht einfach nur klein von dir. Maria Magdalena konnte nicht groß von ihr denken. Das einzige Große, das es in ihr gab und woran sie festgehalten hat, war Jesus. Und nicht sich selbst, nicht ihre Vergangenheit, nicht ihre ganze Geschichte und auch nicht das, was die Menschen über sie gedacht haben, sondern einfach nur Jesus. Und er war groß und er war lebendig in ihrem Leben. Und so möge es auch für uns sein, dass Jesus in unserem Leben immer lebendig sei, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen gesegnete Ostern.